Hallo, liebe ICASI-Freunde, mein Name ist Gerhard Baumer. Ich komme aus Deutschland und lebe in Flensburg. Das ist weit oben an der dänischen Grenze. Ich bedauere es sehr, dass wir heute nicht zusammensitzen können, nicht in Minsk sein können, um dort ICASI abzuhalten und im persönlichen Gespräch miteinander sprechen können. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich hier einen Beitrag leisten kann im Internet und ich möchte ein bisschen über Träume und auch über das Schlafen erzählen und berichten. Es gibt diverse Schlaflabore und dort wird sowohl die Traumarbeit, aber auch der Schlaf untersucht, vor allem mit MRTs und EEGs. Bei EEGs werden die Stromkurven des Gehirns gemessen und mit MRTs kann man die Aktivitätsmuster des Gehirns abbilden und auch bewerten. Zuerst zum Schlaf. Wenn wir schlafen, durchlaufen wir verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die Einschlafphase. In der Einschlafphase übernimmt das limbische System, vor allem der Thalamus, die Kontrolle über das Gehirn. Er blockiert als erstes die Zugänge von den Sinnesorganen wie Ohren, Augen und Nase zum Gehirn, sodass, wenn wir schlafen, keine Sinnesausdrücke von außen stören und den Schlaf unterbrechen können. Außerdem unterbricht der Hypothalamus die Verbindung zum kortikalen System. Das sind die grauen Zellen, die dazu da sind, um logisch denken und handeln zu können. Ich beginne jetzt mit der nächsten Phase. Die Einschlafphase dauert etwa 10 Minuten. Wenn wir nicht gestört werden, geht diese Phase über in eine längere Tiefschlafphase. Sie ist normalerweise etwa 90 Minuten lang. In dieser Phase passiert scheinbar nicht sehr viel, wenn man einen Studenten, der an Versuchen teilnimmt, während dieser Phase weckt, dann wird er erzählen, dass er sich nicht groß an Traumereignisse erinnern kann. Er wird vielleicht von einzelnen Traumbildern berichten und auch von gewissen Sensationen wie Lichtblitzen und anderen kurzen farblichen Erscheinungen, aber nicht von großen Traumsequenzen, obwohl durchaus Traumarbeit stattfindet im geringen Rahmen. Das Wichtigste in der Phase ist die Reparaturarbeit, die in der Zeit im Gehirn, aber auch im ganzen Körper durchgeführt wird. Wenn unsere Zellen arbeiten, entstehen immer auch Abfallprodukte, Umwandlungsprodukte, teilweise auch Giftstoffe. Und diese Stoffe sind oftmals Eiweißverbindungen, die dabei entstehen, werden in dieser Phase entsorgt, und zwar aus dem ganzen Körper. Im Gehirn werden sie über das Gehirnwasser und über das Rückenmarkswasser entsorgt, auf eine bestimmte Weise. Und im Körper werden diese Stoffe über das Lymphsystem entsorgt. Außerdem werden
diverse Reparaturarbeiten durchgeführt. In diesen 90 Minuten werden zum Beispiel auch die Hautzellen verstärkt erneuert und andere Reparaturarbeiten, Entsorgungsarbeiten in der Leber und in anderen Organen durchgeführt, was zur gesunden Erhaltung unserer ganzen Person notwendig ist. Nach diesen 90 Minuten gehen wir über in die nächste Phase, die wird REM-Phase genannt. REM bedeutet Rapid Eye Movement. In dieser Phase ist unser Gehirn extrem aktiv und das zeigt sich durch schnelle Augenbewegungen nach links und rechts unter den geschlossenen Augenlidern. Das kann dann auch mit diversen Gerätschaften festgestellt werden. Das Wichtigste ist aber, dass wir in dieser Phase intensiv träumen. Da REM-Phasen sind die Haupttraumphasen. In diesen Phasen laufen wir, agieren wir, treffen wir Menschen, lachen, sehen Farben. Es ist immer viel los. Da wäre die Gefahr, dass wir, nachdem wir so am Saume des Bewusstseins in dieser Phase sind, also fast aufgewacht, aber nicht ganz aufgewacht, dass wir vielleicht doch aufstehen, denken, wir fliegen und aus dem Fenster springen und uns verletzen. Das soll natürlich verhindert werden. Und deswegen wird in dieser Phase eine Starre des ganzen Körpers, vor allem der Extremitäten, also der Arme und Beine, erzeugt, sodass wir uns nicht bewegen können. In dieser Phase drehen wir uns auch nicht im Schlaf, sondern wir liegen relativ unbeweglich da. Alles eine Vorsichtsmaßnahme, dass nichts passiert. Wenn diese Blockade nicht da ist, wenn wir uns bewegen können, kann es dazu kommen, dass wir nachtwandeln, dass wir schlafwandeln. Und es ist auch schon vorgekommen, dass Menschen spazieren gegangen sind in dem Zustand im Schlaf, ohne es zu bemerken, oder Auto gefahren sind. Es ist auch schon vorgekommen, dass Menschen andere Menschen umgebracht haben in der Phase und völlig entsetzt waren, was sie gemacht haben, wenn sie wieder aufgewacht sind. Also dafür gibt es die Sperre. Wenn wir jetzt in der REM-Phase aufwachen, kann es sein, dass wir feststellen, dass wir völlig erstarrt sind und uns nicht bewegen können. Wenn wir gerade in einem Angstraum sind, wird er in so einem Moment sehr verstärkt, was zu enormen Angstzuständen führen kann. Im weiteren Verlauf der Nacht gibt es dann noch weitere Tiefschlafphasen, die aber immer kürzer werden, und weitere REM-Phasen, die aber immer länger werden, die auch eine gewisse Bedeutung haben. Wir träumen nicht nur, sondern es passieren auch einige Dinge, die ich gleich noch mehr skizzieren möchte. Oft ist es so, dass wir dann am Ende, am Morgen aufwachen aus einer REM-Phase, noch ein Stückchen Traum im Bewusstsein haben, was aber sich schnell verflüchtigt, wenn wir nicht versuchen, es sofort festzuhalten, entweder aufzuschreiben oder zumindest gedanklich festzuhalten.
Es gibt Menschen, die träumen nicht, weil sie bestimmte Medikamente nehmen, zum Beispiel Antidepressiva, die führen dazu, dass man kaum träumt oder nicht träumt. Es gibt auch Erkrankungen des Gehirns, die dazu führen, dass man nicht träumt. In der Regel träumt man aber, und das ist auch wichtig. Träume haben verschiedene Funktionen. Eine will ich jetzt am Beispiel eines Rattenexperiments zeigen. Man hat Ratten in ein Labyrinth gesetzt. Die Ratten haben versucht, den Ausgang zu finden. Wenn sie ihn gefunden haben, haben sie auch eine Belohnung gekriegt. Dabei wurden ihnen Elektroden eingesetzt, sodass man die Muster der Gehirnwellen festhalten konnte. Danach haben sie irgendwann geschlafen mit den Elektroden, die dann auch ausgelesen wurden. Und man konnte bei vielen Ratten feststellen, dass während des Schlafs die gleichen Wellen, Gehirnwellen auftreten oder aufgetreten sind, wie sie während dieses Experiments im Labyrinth aufgetreten sind. Man konnte also schließen, dass die Ratten im Traum nochmal durch das Labyrinth laufen, und es hat sich dann gezeigt, wenn man sie den nächsten Tag wieder in das Labyrinth gesetzt hat, dass sie viel schneller den Ausgang gefunden haben. Wir lernen also im Traum, nicht nur die Ratten lernen im Traum, sondern wir lernen auch, wenn wir träumen. Wir festigen Dinge, die wir während des Tages erlebt haben, gemacht haben. Wenn wir davon träumen, zum Beispiel Vokabel lernen, wenn wir dann in der Nacht davon träumen in irgendeiner Form, wird es so sein, dass wir am nächsten Tag deutlich bessere Ergebnisse haben. Das wurde ja auch in einem Experiment mit Studenten nachgewiesen, die Rechenaufgaben bekamen, und diejenigen, die während der Nacht von diesen Aufgaben oder überhaupt von Aufgaben geträumt haben, die waren am nächsten Tag bei der Lösung der Aufgaben wesentlich erfolgreicher als die anderen, die davon nicht geträumt haben. Das führt uns zu einem anderen Bereich. Also auf der einen Seite kann man sagen, die Ratten, die Studenten, die waren in einer Minusposition, und durch das Training während des Schlafes sind sie in eine Plus-Situation gekommen. Also es ist eine Bewegungslinie entstanden, die auch auf den nächsten Tag abzielt. Also Träume sind auch, das kann man allgemein sagen, auch eine Vorbereitung auf den nächsten Tag, was vor allem sehr stark über die Stimmung, die am Ende des Schlafes im Traum auftritt, noch verstärkt wird. Der Traum arbeitet ja vor allem mit Gefühlen, mit Stimmungen, und es kommt darauf an, welche Stimmung wir haben am Ende, wie wir in den Tag gehen. Wenn wir positive, optimistische Träume haben, werden wir anders in den Tag gehen, als wenn wir einen Horrortraum hatten oder einen Traum, wo uns irgendetwas nicht gelungen ist. Das wird die Zuversicht und die Stimmung für den nächsten Tag stark beeinflussen. Noch ein paar Anmerkungen zu Traumsymbolen. Der Traum arbeitet ja wenig mit rationalen Mitteln. Er arbeitet sehr stark mit Symbolen und auch Metaphern. Das hat verschiedene Gründe.
Unser Gehirn speichert nicht holistische Ereignisse ab, also ganzheitliche Ereignisse für sich, sondern wenn wir etwas erleben, zum Beispiel Spaziergang sind, Häuser sehen, Menschen treffen, ist es nicht so, dass wir sie als komplette, komplexe Gebilde abspeichern im Gehirn, sondern sie werden zerlegt in Einzelteile, also in Farben, in Größe, in Bewegung, in den Sound von irgendetwas. Wenn wir uns dann erinnern, werden diese Dinge wieder zusammengeführt aus den verschiedenen Speicherbereichen. Zum Beispiel, wir sehen einen Hund, dann gibt es einen Speicherbereich für kleine Hunde, für große Hunde, also für was Großes, für was Kleines, für Fell, für braune Farbe, für schwarze Farbe und so weiter. Oder auch für unterschiedliche Geräusche, also Bellen und so weiter. Und wenn wir uns dann erinnern oder träumen, dann werden diese Teile zusammengeführt. Es kommt aber oftmals gerade in Träumen nicht wieder genau das zustande, was wir erlebt haben während des Tages. Das ist auch bei Tageserinnerungen schwierig, was man weiß, wenn ein Unfall passiert ist und Zeugen auftreten. Wenn man 10 Zeugen hat, hat man vielleicht 12 verschiedene Schilderungen, wie der Unfall passiert ist. Wir speichern nicht exakt ab. Und im Traum ist das noch deutlicher. Der Traum bemüht sich absolut nicht, wahrheitsgetreu abzuspeichern, sondern er speichert letztendlich Bedeutungen, Einschätzungen, aber nicht reale Fakten. Letztendlich handelt es sich dann nicht um Common Sense, reale Sachen, Fakten, sondern eigentlich immer um die private Logik, die wir im Traum erleben. Wie wir etwas persönlich einschätzen, wie wir es beurteilen, das betrifft uns selbst und das betrifft natürlich auch die anderen oder die Erwartungen an den nächsten Tag und so weiter. Und das wird immer in Symbolen oder in Metaphern dargestellt. Arbeiten wir mit Patienten in der Beratung oder in Psychotherapie, dann arbeiten wir oft am Lebensstil. Wir versuchen den Lebensstil des Patienten, des Klienten zu erfassen, um ihm zu spiegeln, was seine Bewegungslinie ist, was für ihn wichtig ist, wie er sich selbst sieht, die Umwelt, wo Missverständnisse sind und wo er aufgrund dessen Konflikte im Leben hat. Und wir arbeiten daran, den Lebensstil zumindest zu beeinflussen, um Konflikte leichter lösen zu können. Wir können dazu sowohl frühe Kindheitserinnerungen als auch Träume benutzen. In der Regel werden wir von frühen Kindheitserinnerungen ausgehen und dann auch Träume hinzunehmen. Wenn wir eine Therapie oder eine Beratung mit einem Klienten beginnen, macht es oftmals Sinn, dass wir den ersten Traum, bevor er gekommen ist oder nach der ersten Sitzung, erfragen, weil darin oft durchaus Bewegungslinien enthalten sind, wie sie uns einschätzen als Berater, als Therapeuten oder wie sie die Situation selbst
erleben oder auch gestalten wollen. Ich hatte mal eine Situation vor vielen Jahren, da kam eine junge Frau zu mir in Therapie und ich fragte sie auch, und hatten Sie letzte Nacht einen Traum? Und dann sagte sie, ja, ich hatte einen Traum, ich bin zu Ihnen hier in Ihre Praxis gekommen und Sie sind auf mich zugegangen und ich habe Sie mit dem Fuß zurückgestoßen. Das hat natürlich eine ziemlich große Aussagefähigkeit gehabt. Sie sagte letztendlich, drückte aus, bleib mir vom Leib, komm mir nicht zu nahe. Und es war dann auch so, dass es nicht in ihrem Interesse war, wirklich tief zu arbeiten. Sie war geschickt worden. Ihr Arbeitgeber hatte gesagt, sie müsste eine Therapie machen, aber eigentlich war sie dazu noch gar nicht bereit. Wir haben dann doch insgesamt fast 30 Stunden machen können, weil sie im Rahmen der ersten Sitzungen Vertrauen aufbauen konnte und wir konnten dann eine Arbeitsatmosphäre, ein Arbeitsbündnis herstellen, das über 30 Stunden getragen hat. Aber der Traum am Anfang war sehr wichtig, denn er drückte wirklich aus, du musst vorsichtig mit mir sein und komm mir nicht zu nahe. Und sie hat dann auch ihre Therapie in gewisser Hinsicht ein Stück ohne mich gemacht. Also sie wollte gar nicht so häufig hören, was ich noch beizutragen hätte. Als Adlerianer werden wir der Traumarbeit, der Traumanalyse nicht den absoluten Vorrang einräumen. In analytischen Richtungen ist das oft etwas anders, aber als Ergänzung zu Lebensstilanalysen, wo wir dann die Geschwisterkonstellation durcharbeiten, die Familienkonstellation insgesamt, Atmosphäre zu Hause, Erlebnisse in der Schule mit anderen und so weiter, sind Träume immer sinnvoll, dass man sie mit hinzunimmt, weil sie gerade emotionale Aspekte sehr stark ausdrücken und wiedergeben, die oft das ergänzen, was in Kindheitserinnerungen und Berichten von Familienkonstellationen enthalten ist. Ich werde jetzt noch kurz drei Träume von mir selbst vorstellen, damit Sie so eine Idee haben, wie das sein könnte und was man daraus machen kann. Ich hatte, als ich 4 Jahre alt war, einen massiven Angsttraum. Das war wirklich ein starker Albtraum. Und zwar war das folgendermaßen: Ich habe früher zu der Zeit mit 4 Jahren zwischen meinen Großeltern geschlafen und eines Nachts haben sie mich geweckt. Ich habe offensichtlich geschrien und geweint und sie waren ganz erschrocken, sie konnten mich auch lange nicht beruhigen. Mein Albtraum damals war, ich war in einer großen Höhle, die war voll mit Feuer und es war ein Drache da und ich alleine und er wollte mich fressen. Und das hat Panik ausgelöst bei mir, ich wusste nicht wohin, was ich machen sollte. Ich fühlte mich völlig hilflos und fing offensichtlich im Schlaf fürchterlich an zu schreien und wurde geweckt. Und meine Großeltern haben noch lange, wochenlang berichtet, wie schrecklich das damals war und wie schwer ich zu beruhigen war. Ich habe in verschiedenen Therapieansätzen, wenn man Ausbildungen macht im Bereich der Psychotherapie, gehört ja auch immer eine zusätzliche
Lehranalyse oder zumindest einige Stunden an Psychotherapie dazu. Und ich habe das auch hier und da angesprochen. Und zunächst haben wir das immer so abgetan oder eingeordnet. Schwierige Geburt, schwieriger Lebensanfang. Und der Traum zeigt das, wie panikartig das und bedrohlich das gewesen ist. Später bei ICASI habe ich dann mal ein Seminar mit Mika Katz besucht. Sie ist ja eine begnadete Traumanalytikerin gewesen, Traumdeuterin, oder sie war wunderbar mit Träumen zu arbeiten. Und da habe ich diesen Traum auch vorgestellt. Und dann sind wir aber zeitlich näher rangegangen und haben nach einer Kindheitserfahrung, einer Kindheitserinnerung gesucht, die vielleicht enger als meine eigene Geburt damit zusammenhängen konnte. Und wir haben das auch gefunden. Und zwar war das Folgendes: Ich habe eine Kindheitserinnerung, da ist nach dem Kindergarten mittags, ich gehe nach Hause. Es ist sonnig, schön warm. Ich komme langsam auf unser Haus zu. Wir hatten einen kleinen Bauernhof auf so einem Berg. Und ich bin da den Weg hochgegangen, wie immer. Komme oben an und da sind einige Erwachsene, alle weinten und waren ganz traurig. Und es stellte sich raus, meine jüngere Cousine Maria war 2 Jahre jünger, also sie war 2 Jahre, ich war 4, war an diesem Vormittag gestorben. Und die nächste Erinnerung, die ich dann habe, ist, wie 4 Männer ihren kleinen weißen Sarg aus dem Haus tragen. Und dann nochmal die Erinnerung, wie wir auf dem Friedhof sind und der kleine Sarg in das Grab gesenkt wird. Ich kann mich nicht sehr groß an Trauer erinnern, aber es muss mich sehr erschüttert haben, denn meine kleine Cousine war mir sehr wichtig. Wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis und plötzlich war sie weg. Und möglicherweise war der Traum der Ausdruck von Gefahr, von Ohnmacht und auch Verzweiflung. Interessanterweise hat dieser Traum, dieser Angsttraum, danach seine Macht verloren. Nachdem ich ihn mit Mika Katz durchgearbeitet habe, ist er bei mir nur noch selten so am Rande aufgetaucht und hatte auch nicht mehr diesen Angstaffekt, der vorher teilweise da noch drinnen gesteckt ist. Und ich konnte mit der Situation umgehen, es war kein Problem. Zu dieser Situation mit dem Tod meiner kleinen Cousine noch eine Anmerkung. Das hat auch meinen Lebensstil, meine Gangart wesentlich verändert. Ich fing danach an, kleine Mädchen zu verteidigen. Da zu sein, wenn irgendjemand, wenn kleine Mädchen angegriffen, geärgert wurden, ging ich immer dazwischen. Ich erinnere mich noch, da war ich 8 Jahre, vielleicht 7. Man konnte ja von unserem Haus so schön nach unten gucken, auf die Dorfstraße. Und da sah ich, 2 Mädchen gingen, kleine Mädchen, 6 Jahre, 7 Jahre, gingen nach Hause. Und dann kamen 2 ältere, größere Jungs und haben sie massiv geärgert. Und ich hatte dann nichts Besseres zu tun, als sofort runterzurennen ins Dorf. Und ich fing an zu brüllen und ging dazwischen und habe die beiden mit Zähnen und Klauen sozusagen verteidigt. Auch später, auch als Psychotherapeut, muss ich sagen, ich habe mich immer sehr
für Frauen eingesetzt und es war sicher so, dass viele auch sehr davon profitiert haben. Aber manchmal war es auch zu viel. Und ich muss sagen, nicht alle haben profitiert oder manchmal wollte ich in deren Leben mehr als die selber wollten. Die waren vielleicht mit weniger viel zufrieden. Manchmal ist es dann in der Therapie auch nicht so gut gelaufen. Ich habe mich dann insofern beholfen, was sinnvoll ist für uns alle. Ich habe regelmäßig Supervision gemacht. Ich war die 45 Jahre, die ich therapeutisch und beraterisch tätig war, eigentlich immer in Supervisionsgruppen. Denn der Lebensstil, wenn er mal geprägt ist, ist nicht so leicht zu verändern. Die Grundrichtung bleibt erhalten, auch wenn man Lebensstilanalyse macht oder längere Therapien, ändert sich nicht vollkommen. Und dieser Aspekt, dass ich sehr viel für Frauen mache, immer wieder da gewesen bin und wahrscheinlich heutzutage auch noch manchmal, allerdings abgeklärter, und ich kenne das Problem inzwischen und bin da vorsichtig, das bleibt bestehen. Und da ist, wenn man in unserem Beruf arbeitet, Supervision sicher sehr notwendig. Ich hätte noch zwei Träume, da komme ich aber jetzt nicht mehr dazu, nur ganz kurz sind Träume aus dem Studium. In einem war ich nicht so gut, vor einer Prüfung war ich nicht so gut vorbereitet. Der Traum war entsprechend, dass noch viel zu tun ist und ich in der Bibliothek sitze und oh Gott, dann schaffe ich das. Der andere war, da war ich sehr gut vorbereitet, ich war guten Mutes und dann war es so, dass ich geträumt habe, ich gehe spazieren mit einem Kollegen und wir hatten Spaß. Und wir sprachen über jemanden, der eine Prüfung machen wird, aber er wird schon gut machen. Und so bin ich dann in die Prüfung gegangen und die ist auch gut gelaufen. Hier will ich schließen, gäbe noch viel zu sagen, aber für heute nicht mehr. Und ich wünsche noch eine schöne Zeit. Danke.